gelb die Stoppelfelder und der Herbstbeginn. Rote Blätter fallen, graue Nebel Ein wunderschönes Herbstlied, uralt und trotzdem macht es Spaß zu spielen. Ich finde, es hat eine besonders schöne Melodie. Gerade wenn man es selber singt, dann merkt man das eigentlich erst. Und auch vor allen Dingen finde ich auch mit der Gitarrenbegleitung. So, wie habe ich das gespielt? Ich habe ganz am Anfang sogar gezupft, danach nur noch den Schlagrhythmus. Das könnt ihr wechselnd machen, wie ihr wollt. Oder auch nur eins von beiden. So, wie habe ich gezupft? Eine sehr einfache Begleitungsmöglichkeit für den Dreivierteltakt beziehungsweise Sechsachteltakt in diesem Fall. Wie komme ich auf Dreiviertel, wenn ich eigentlich einen Sechsachteltakt habe? Ganz einfach, das hat was mit Bruchrechnen zu tun. 2 mal 3 sind 6, 2 mal 4 sind 8, sind also 6 Achtel. Im Grunde spiele ich zweimal mein Muster, wenn ich einen Takt habe. Ganz langsam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und sind schon die Wälder. Im zweiten Takt habt ihr gesehen, da ist ein D und ein G, teilen sich den Takt. Und da merkt man genau, wie toll dieses System hinkommt. Die rhythmische Begleitung, die war da folgendermaßen. Im Grunde braucht ihr das nicht hundertprozentig nachahmen. Es geht immer nur um die 3. Wir spielen auch hier 2 mal 3 sind wieder 6. Wir haben dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nochmal den Anfang. Und sind schon die Wände. Und so weiter. Ganz wichtig ist auch, dass ihr wisst, wenn ihr zum Beispiel D und D7 in einem Lied habt und das ist nicht der erste Akkord, hier ist ja G der erste Akkord, dann könnt ihr das mit höchster Wahrscheinlichkeit einfach nach Belieben austauschen. Ihr könntet also nur Ds spielen, nur D7 oder auch an anderen Stellen D7, wo ich ein D stehen habe. Das ist reine Geschmackssache, je nachdem wie ihr das mögt und wie ihr das könnt. Manche lernen ja am Anfang ein D, das D7 erst später, die können dann das D7 eben noch nicht und dann spielt man einfach D, so einfach geht das. Okay, ich denke, ich konnte euch helfen, hoffe ich zumindest, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, dann kriegt ihr jedes Lied mit, vor allen Dingen, wenn ihr mit der Glocke abonniert. Und dann teilt vielleicht das Video auch noch mit anderen Kolleginnen. So, das war's auch schon, wir sehen uns beim nächsten Video, ciao.